Gut, wir kommen nun zu einem weiteren Kandidaten für Ihren Wahlkreis hier, zu Professor Dr. Harald Weil. Er ist 57 Jahre alt, hat ein Kind, eine Tochter. Und er machte nach der Berufsfachschule eine Mechanikerlehre und dann im zweiten Bildungsweg sein Abitur in Marburg. Er studierte Geografie, Wirtschaft und Sozialwissenschaften, auch Romanistik. Dies alles in damalig noch in West-Berlin, Marburg und Oldenburg. 1987 war er dann tätig im öffentlichen Dienst in der Industrie- und Handelskammer Arnsberg, dort beschäftigt für die Themen Außenwirtschaft, Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. Seit Juni 1993 ist er selbstständig mit einer Wirtschafts- und Finanzberatung. Es folgte ein langer USA-Aufenthalt. Er hat viele Betriebswirtschaftslehraufträge, unter anderem an der Fachhochschule in Fulda, Erfurt und Frankfurt am Main. Er hat eine Vertretungsprofessur für BWL, Außenwirtschaft und Fachsprache Englisch und zuallerletzt auch noch eine Professur seit dem Jahr 2000 für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Köln. Also auch ein Mann mit Expertise. Hier sind, sondern auch wenn Sie sich auf dem Portal der AfD umgucken, die Kandidaten und so weiter, Sie sehen, die AfD ist emanzipiert genug, dass sie keine Frauenquote braucht. Die AfD ist auch emanzipiert genug, dass sie keine Migrantenquote braucht. Das ist bei mir jetzt eine optische Täuschung. Ja. Trotzdem ist richtig, dass ich für mich und die Leute, die daher kommen, wo ich herkomme, Hochdeutsch die erste Fremdsprache ist. Ich sage nur mal, vom Fuß des Westerwaldes, Herborn, Dillenburg, und ich sage, mir halte daheim, a rural rock machine, they halte mir daheim. Ja? Mit der ich war verheiratet, und zwar mit einer Frau, so sollte auch dazu sagen, und zwar 14 Jahre lang, die hatte letztendlich mehr Migrationshintergrund als ich ein Stück weit. Die Mutter kam aus Schlesien und der Schwiegervater, leider verstorben, ein Kommissar, der lange in Köln gedient hat, der kam aus Westpreußen. Es hat aber nicht dazu geführt, dass wir uns politisch besonders gut verstanden hätten am Ende, und nach 14 Jahren ist auseinandergegangen. Nicht nach 14 Tagen oder 14 Monaten, ist auch schon mal was. So, die einzige Quote, wo ich eventuell einspringen könnte, wäre die Professorenquote, die wir eigentlich brauchen. Ist das ein Zufall, dass ich das bin? Und in diesem Beruf stehe ich seit nunmehr 20 Jahren mit dem Schwerpunkt Betriebs- und Außenwirtschaft bzw. internationalen Management. Und ich sage ganz gerne mal internationalen Kladderadatsch. Ja, weil man da sowohl von der volkswirtschaftlichen Seite her als auch von der betriebswirtschaftlichen her konfrontiert ist mit diesen ganzen nicht funktionierenden oder zweifelhaften Institutionen, ob das jetzt EU-Kommission ist und Gesetzgebung oder ob das die Weltbank ist und die ganzen tollen Ideen, die da aus dem europäischen oder globalisierten Raum zusätzlich noch kommen zu dem, was man an nationalen Ärgernissen der Bürokratie hat und so weiter im Management. In der fachlichen Lehre und Forschung sind wir schon vor 1997, wo ich in diesen Beruf eintrat, hauptberuflich, immer mehr Anomalien, Übel aufgestoßen. Ja? Das erste ist die Übervorteilung Deutschlands, vor allem in der heutigen EU, die auch als deutsche Ersatzidentität schiefläuft. Ja? Also vielleicht kennen Sie den Ausspruch von Umberto Eco, dem Autor vom Namen der Rose und so weiter. Da habe ich einen schönen Spruch, ich glaube, ich komme aus Mailand. Wenn ich in Mailand bin, bin ich halt ein Milanese, ja, ein Mailänder. Und wenn ich in Rom bin, bin ich ein Italiener. Und wenn ich dann in Berlin oder in Paris bin, dann bin ich halt ein Europäer und so weiter. Alles schön und gut, aber für Deutschland und Deutsche funktioniert das doch mal ein bisschen anders. Ja. Und das ist der Knackpunkt dabei. Muss man also ganz klar sehen, dass es sowohl im wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt, als auch im politischen oder psychopolitischen. Und dieser Identitätsersatz, Brüssel, Straßburg als Ersatzobrigkeit, es taugt nicht wirklich.
So zweitens die allgemein verheerende Geschichtsignoranz und Verhandlungspsychologie gerade deutscher Entscheidungen, und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft. Ja, man muss ja fragen, wie diese Verträge da überhaupt, bevor sie gebrochen wurden und letzten Endes in der Praxis sich als irrelevant erweisen, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Dass gestandene deutsche Professoren, Lehrbuchautoren und so weiter und so fort, Ottmar Issing und andere, dass die einen EU-Vertrag bzw. eine EZB-Ausstattung haben durchgehen lassen, wo die Weltmacht Malta und Zypern die gleichen Stimmrechte haben wie Deutschland. Ja, also das ist die Nachricht. Diese Psychologie und diese Schieflage hat sich bis in die jüngsten Generationen durchgefressen. Ich erlebe das mit jedem Schub, mit jedem neuen Jahrgang an der Hochschule neu. Da wird nichts wirklich besser, sondern eher schlechter oder es bleibt konstant schlecht. Es hat sich dieses durchgefressen, was man eigentlich nur als Stockholm-Syndrom bezeichnen kann. Vor der Professur war ich 5 Jahre selbstständig im Finanzwesen, ihr habt es schon gehört. In dieser Zeit habe ich auch meine Doktorarbeit zur Weltwirtschaft geschrieben. Ich musste also auch nicht für die Doktorarbeit irgendwelchen Leuten, sagen wir mal, so ein Stück weit in den Hintern kriechen, was meistens damit verbunden ist, ja. Sondern das habe ich als Externer gemacht mit eigenem Geld, eigenem Rückgrat und eigenen Ideen und habe dann Gottlob verständige Leute gefunden, auch an der damaligen Hochschule der 90er Jahre, die mindestens so schlimm war wie heute. Dass mir das gelungen ist, also als Externer, nebenberuflich. Und davor war ich 2 Jahre bei der Industrie- und Handelskammer in Arnsberg, war da auch zuständig für praktische Außenwirtschaft, Binnenmarkt, innerdeutscher Handel, den es ja anfänglich noch gab, Export, Import und Wirtschaftsförderung. Ja. Da habe ich dann übrigens auch gelernt, wie das eigentlich so funktioniert mit den Boykotts, ja, wenn irgendwas boykottiert wird und große Politik eingreift und so weiter. Es war Anfang der 90er, als ein gewisser Herr namens Saddam, der hatte da irgendwas gemacht, was gewissen Leuten nicht gefallen hat. Und vorher wurde einigermaßen ab und zu mal was geliefert in den Irak direkt. Und als das Embargo ausgesprochen wurde, da habe ich manchmal mitbekommen, dass da Sachen, die in den Irak geliefert wurden, ja, dann wurden die halt nach Jordanien geliefert. Man weiß nicht, was daraus geworden ist. Sie wurden sicherlich da verwendet, ja, vielleicht. Es ist schon in Ordnung, ja. Jetzt immer schön praktisch bleiben, ja. So, nach diesen 27 Jahren einschlägiger Berufserfahrung müssen wir persönlich auch 1 oder 2 Legislaturen in Berlin ausreichen, um die Renormalisierung der deutschen Dinge in der Bundesrepublik und Politik umzusetzen. Ja, um nichts anderes geht es, eine Renormalisierung. Wir haben uns daran gewöhnt, dieses Unnormale, was mit wahnsinniger Dynamik jeden Tag unnormaler wird, irgendwie als normal zu akzeptieren. Und so ist es nicht. Diese verheerende Psychologie, nach ein paar Tagen oder Wochen unerträgliche, rechtswidrige und menschlich völlig danebige Umstände durchgehen zu lassen, nicht nach den Verantwortlichen zu fragen und die nicht zur Rechenschaft zu ziehen bei passender Gelegenheit, das ist eine Normalität, die keine ist, die darf niemals für uns normal werden. Wollte ich eigentlich die ersten 50 Jahre nichts mit aktiver Politik zu tun haben. Aber im Jahre 2009 war es dann soweit, damals gab es nur die Freien Wähler, denen ich mich angeschlossen habe und mit meiner europakritischen Sichtweise da ein bisschen Coaching gemacht habe und unterstützte bei der Europawahl 2009. Von da aus habe ich die Wahlalternative 2012-13 unterstützt. Das war die anfängliche Kooperation mit der AfD, die dann leider nicht weitergegangen ist, weil anders als die AfD, ein kleines bisschen aus dem Nähkissen, die kennen Sie auch aus Pressefunk und Fernsehen, anders als bei der AfD, wo es ab und zu schon mal vorkommen kann, dass Bereinigungsprozesse stattfinden, das bei den Freien Wählern nicht der Fall ist und die sich leider, oder auch gute Leute sind, es sind wenige, aber auch unter den wenigen sind ein paar gute, ja, vielleicht sogar überwiegend, aber die bringen es halt nicht fertig, sich von ihrer Parteispitzentyrannei, die in Bayern sitzt, in dem Fall zu lösen. Und deswegen haben sie ein glorreiches Wahlergebnis eingefahren von 0,2% oder so bei der Wahl und wie auch immer. Ja, honorige Leute, aber man muss eigentlich die Zeichen der Zeit erkennen und das Aussichtsreiche wagen. So, im Oktober 2013 stelle ich meinen Aufnahmeantrag bei der AfD. Ich habe mir auch erstmal
angeguckt, was das für Leute sind. Gerade für Sie, die Sie AfD nicht kennen, sondern nur vom Hören sagen oder Eindrücken, die vielleicht nicht die repräsentativsten oder besten waren, auf jeden Fall einzelne Eindrücke. Ich habe mir die Leute angeguckt, wie bei den Freien Wählern vorher auch. Wer geht zu den Stammtischen? Wie wird da gesprochen? Was wird da gesprochen? Wer sagt da wie was? Und das war wirklich eine absolut positive Erfahrung, gestandene Leute aus dem Leben mit Berufserfahrung etc., nicht diese verkrachten Existenzen, die man linksrum, rechtsrum des Weges so angetroffen hat in den Jahrzehnten. Ja? Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, Mut aufzubauen. So aufgenommen wurde ich dann am 18. Januar 2014, ich sage jetzt nicht, was das Datum jetzt nicht 2014, sondern 18. Januar, was damit auf sich hat. Ist egal, mal nachgoogeln bei Gefallen. Ein bezeichnendes Datum auf jeden Fall, schöner Zufall. Und nach der Bereinigung der AfD habe ich verschiedene Ämter übernommen, in Landesfachausschüssen und auch hier im Kreis. Ich bin stellvertretender Kreissprecher, wie auch Kandidat Roland Hartwig. Und in mittlerweile 3 Landesfachausschüssen tätig, unter anderem auch in dem Ausschuss für Europa, Euro und Banken. So, mit meinen Vorträgen bin ich unterwegs. Hartes Migrationsmanagement ist mein Thema und EU-Politik und auch Geschichts- oder Identitätspolitik. Mehr Deutsch als sonst was bin ich also aufgewachsen in Herborn, ja, Dillkreis, noch mit Zitterlin, Griffel und Schiefertafel. Ich weiß nicht, ob es ein Traum ist, aber ich meine mich so erinnern, gerade als ich laufen konnte, dass irgendwie auf dem Hof von den Eltern, Großeltern, dass da irgendwie noch ein Plumpsgeruch stand. Ja, im Hessischen. Ja. Das Grundstück war direkt in der Ortsmitte hinterm Rathaus. Ja. So wartet man Haare. Ja. So meine aufopferungsvollen Großeltern, Emilie und Karl, waren hessische Preußen vom Fuß des Westerwalds, Jahrgänge 1903 und 1911. Mein deutscher Großvater war Schreinermeister mit eigenem Betrieb und der war auch etwas abenteuersüchtig, weil mit 36 wurde man eigentlich nicht eingezogen im Jahr 1939. Er ist also als Freiwilliger zur Luftwaffe gegangen, zur deutschen Luftwaffe von damals und hat dann von 39 bis 45 von Polen, Frankreich, Russland durchgedient. Punkt. Mein amerikanischer Vater, ebenfalls Luftwaffe, diente auf der kleinsten US-Radarstation auf dem Westerwald. Und dessen Bruder hat es noch in Koreakrieg geschafft, mein Vater aber nicht mehr nach Vietnam. Auch da Punkt. Ja. Und ich habe öfter mit den Amerikanern auch zu tun und anderen. Es ist ein internationaler Studiengang, den ich unter anderem geleitet habe für ein MBA. Das ist einer der wenigen Aufbaustudiengänge, die noch einen gewissen Sinn machen. Das war vor der ganzen Bachelor-Master-Soße. Ja. Also ein Aufbaustudiengang für Leute, die eigentlich nichts mit Wirtschaft zu tun haben, dass sie innerhalb von einem Jahr so ein bisschen generalistisch VWL, BWL lernen, dann einen Master machen, praxisorientiert und das international aufgezogen. Und in diesem Kurs hatten sowohl die amerikanischen und anderen Studenten und Kollegen davon Kenntnis zu nehmen, dass ich bei aller Internationalität deutsche Interessen vertrete. Ja? Also im Unterricht wurden auch die von 1990 bis 2010 wieder aufgenommenen Millionenüberweisungen Deutschlands ans US-Finanzministerium kritisch und lehrreich diskutiert. Ebenso wie viele unliebsame Sachverhalte im deutsch-amerikanischen, aber auch französisch-deutschen Verhältnis und so weiter. Ja, bei mir ist es fast so ein bisschen so wie bei Hermann dem Cherusker, ja, genannt Arminius, der ja was ein bisschen was mit den Römern zu tun hatte, also mit den Amerikanern der Antike. Sonst hätte der ja auch nicht besiegen können im Teutoburger Wald. Ja. Also von daher betrachte ich den amerikanischen Hintergrund als ganz hilfreich für unsere gemeinsame Sache. Hühnchen, die man eventuell sogar nicht nur mit unseren amerikanischen, sondern vielleicht mehr noch auch mit den französischen, englischen und anderen Freunden von heute zu rupfen hat, ja, da wäre ich ganz gerne ganz vorne mit dabei. Ich bin also vor allem ein preußisch-hessischer Nationalkosmopolit, wenn man so will. Ich bin vielleicht liberaler als handelsübliche Liberale, aber gleichzeitig auch konservativer als handelsübliche Konservative. Also ich habe kein Problem mit Leitkultur und diese unsäglichen Sachen von der Frau Ö. Ja, brauche ich alles nicht. Ich weiß, wo es lang geht. Und manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich musste mich selbst jetzt gar nicht umerziehen.
um so zu Vernunft und Verstand zu kommen, sondern der Zeitgeist fast aller Zeiten ist irgendwie so ein bisschen an mir abgeperlt immer. Ja? Also ich habe zum Beispiel schreiben gelernt, Sütterlin, mit einem Geschichtsbuch, das glaube ich von meinen Großeltern war. Das war so aus den 20er Jahren. Und da war noch in Frakturschrift ganz normal, da war kein Nazi-Mist drin, sondern war ganz normal Preußen, Leitkultur, Friedrich II., Rosbach, Leuten und so weiter. Ja. Die Schlachten mal gewonnen, mal verloren. Es gab die Riesengarde und ein schönes Bild, der Trommler war ein Moor. Ja. Das habe ich als Kind und so das Schreiben. Also wahrscheinlich ist es so eine Impfung gewesen, dass der ganze Mist, der danach kam, also an mir abgeprallt ist. Geben Sie einfach mal YouTube ein, das Wortpaar Weil Europa, da wissen Sie, was ich europapolitisch so gemacht habe seit über 10 Jahren. Und das andere Weil Erster Weltkrieg, da geht es also auch um Ernst Jünger, Erich Maria Remarque und Karl Zuckmayer. Ganz wunderbare Biografien, die einem die Zeit nahebringen und wirklich eine gute Grundlage sind, mal jenseits von unserem Dr. Guido Knopp und wie sie alle heißen, sich dem Ganzen zu widmen. Und ich sage mal, jede Flugstunde, die man gezwungenermaßen mit Schickelgruber und Co., also Hitler und Hitlerei verbringen muss, ja, in der Verwurstungsmaschine von der Kulturindustrie, für jede Flugstunde mit Schickelgruber und Co. einfach mal 1 oder 2 Flugstunden mit der anderen Zeit. Das hat dann schon eine ganz gute Wirkung und ist wirklich geeignet, die Dinge mal ein bisschen von ihrer Schieflage zu befreien. Ja. So, und gegen die unsägliche Schlechtschreibreform oder Bologna-Unsinn war ich schon vor deren Einführung, als ich dann März 97 in Köln anfing. Ich kam aus den USA, in New York hatte ich Anfang 97 noch die erste Prüfung von einem mehrstufigen Auswahlverfahren gemacht in diesen Twin Towers. Ich weiß nicht, 70. Stock oder sonst was, ja, wo es 4 Jahre später eingeschlagen hat. Okay, insofern habe ich es auch nicht bereut, nicht in New York geblieben zu sein. Ja, aber war nah dran gewesen und ich kam zurück, Vertretungsprofessor erstmal im März 97 und ich kam mir mit jedem Semester mehr vor, als ob ich zu den Glücklichen gehören würde, denen es gelungen ist, noch ein letztes Ticket für die Titanic zu kriegen. Ja? Genau in die Richtung ist das Ganze marschiert. Als ich kam, fing es an mit der Rechtschreibreform, dann kam endlich mal leistungsgerechte Besoldungsreform von einer gewissen Frau Ullmann, das sind meistens Leute, die schon mit Schwierigkeiten den ersten Hochschulabschluss bekommen haben, die werden dann als Bildungspolitiker in die Ministerien geschickt, auf Landes- und Bundesebene, ja? In dem Fall Ullmann. Ja? Rechtschreibreform, Besoldungsreform und dann die Bildungsbolognese, ja? Bachelor, Master und so weiter, also Titanic-artig. Und ich war da meistens in der Minderheit. Das war nicht unrepräsentativ, auch da bestenfalls 10% von einem Kollegium von gut 30 Leuten, maximal 2, 3 Leute haben, so wie ich, nicht Jahrzehnte später gesagt, das ist aber Mist, was hier auf den Tisch kommt. Ja, es haben sich in Mist schön geredet und damit Goldstaub drüber gelegt und versucht, auf diesen neuen Mist ihre Karriere zu kochen. Ja. Also der Zeitgeist, die Zeitgeistbeflissenheit der Leute, erst recht, wenn sie einen höheren Bildungsabschluss haben, das ist nochmal besonders ärgerlich. Ja. Also ich sehe oft, dass die Leute, die was weiß ich, auf dem Bau arbeiten, als Handwerker oder sonst was ehrliche Gewerbe ausführen, weitaus näher an der Realität sind als die Akademiker, die meistens nichts anderes lernen, als ein X für ein U zu verkaufen und es am Ende selbst glauben. Erkennbar anderen Konservatismus, nennen wir es mal Nationalkosmopolitismus, in der Politik und in der Kultur ein neues und ein gesamtdeutsches, sagen wir mal ein westdeutsches Gesicht geben. Ja. Meine Person steht für eine geschichtsbewusste, normalisierte deutsche Interessenpolitik, jenseits der vielfach missbrauchten 12-jährigen Betonplatte, wie Arnulf Baron es schön ausdrückt. Und Sie wissen, was ich meine. Aber das Deutschland, auf das wir wirklich stolz sein können, unser Deutschland, muss zu den positiven Wurzeln vor der NS-Zeit zurückfinden. Zur Versöhnung mit den durchaus integeren Teilen der Nationalgeschichte. Zur Versöhnung mit sich selbst.
zu bismarckscher Realpolitik und Weimarer Geschmeidigkeit, mindestens. Ich sage nur Rapallo, Hofer, Reparationsmoratorium und Olympische Spiele, die waren allesamt schon vor 1933 eingetütet und dazu braucht es gar keine Hitlerei. Ja. Hätte sich Deutschland auch vor 1933 weiterhin auf die eigenen Tugenden und Traditionen bezogen, die in alter Zeit so weit getragen haben und auch immer wieder gesund die Identität erweitert haben, ja. Also auch das neue Preußen war ein anderes als das alte Preußen und so weiter und das Kaiserreich Deutschland war ein anderes als die verschiedenen Königreiche, Dreiputzen und so weiter. Ja. Und das war eigentlich eine bessere Grundlage und wenn man verzichtet hätte, nicht nur auf die NS-Experimente, sondern auch auf die nachfolgenden DDR- oder BRD-Experimente, ja, wenn man die Augen zumacht und sich das mal mit einem Glas Kamillentee vor Augen, vor das geistige Auge führt, wer weiß, wo wir dann heute stünden, wenn diese fatalen Brüche nicht stattgefunden hätten. Internationale deutsche Rehabilitation war noch in den 20er und 30er Jahren relativ fortgeschritten. Wie gesagt, Hoover-Moratorium, Olympische Spiele, die vorher schon vergeben worden sind, Eintritt in den Völkerbund, die UNO von damals, das war 1926 gewesen und so weiter. Die Normalisierung lag in der Luft und hatte auch teilweise Gestalt angenommen, wurde durch das Hitler-Regime aber schnell verspielt. So, und jetzt haben wir über 70 Jahre später, 70 Jahre nach 45, jetzt sollte aber langsam mal bitteschön eine deutsche, europäische und weltweite Normalisierung gewisser Dinge endlich mal ein bisschen fortgesetzt werden. Jawohl. Spätestens ab 1989, 90 hätte die große Normalisierung eingeleitet werden können und müssen. Stattdessen geschah das Gegenteil. Nicht nur in der sogenannten Außenpolitik oder in all der Pseudo-Außenpolitik, die sich EU-Europa nennt und die alle Schäden der sonstigen Innen- und Sozialpolitik immer noch zu steigern weiß. Den historischen Rekordsummen von über 15 Milliarden Euro EU-Nettozahlungen und 18 Milliarden US-Dollar weltweiter Entwicklungshilfe aus Deutschland steht kein vernünftiger Gegenwert gegenüber. Und da sind wir noch. Da sind wir auch noch gar nicht bei den 23 Milliarden, die die Gänsefüßchen Flüchtlinge, ja, nicht alle, aber für einen Großteil mit Gänsefüßchen, die Flüchtlinge pro Jahr kosten. 23 Milliarden, offizielle Kundgebung der Regierung, dass es 23 Milliarden sind. Bei näheren Nachrichten können wir noch was draufpacken. Ja. Entspricht also mehr als der Hälfte des Verteidigungshaushalts. Ja. Also dem entspricht auch kein wirklicher Gegenwert und vor allen Dingen, wenn wir können jetzt großzügig sein, oder? Okay, so wenn da Gutes mit dem Geld passiert, mit dem verschwendeten Geld im Inland und im Ausland, da wollen wir ja gar nichts gesagt haben. Wir sehen, dass das Gegenteil damit geschieht. Wir sehen, dass mit der Entwicklungshilfe oder mit diesen EU-Zahlungen jahrzehntelang Missstände woanders zementiert worden sind oder überhaupt erst geschaffen wurden. Ja? Über ein halbes Jahrhundert EU-Milliarden freut sich in Süditalien hauptsächlich die Mafia. Ja? Und der Unterschied. Der Unterschied zwischen Nord- und Süditalien ist gleich geblieben. Das ist nach wie vor zwei verschiedene Staaten in einem letzten Endes. Auch mal mit der Idee, trotz gleicher Sprache etc. Ja? Also es geschieht schlecht mit dem Geld. Es geht nicht nur um das Geldsparen, also ein bisschen nicht wenig großzügig, aber es geht Erwachsene und Aufgeklärte fragen, was geschieht mit unserem Geld. Wenn es guten Zwecken dient, sind wir gerne bereit, das zu geben und zu investieren und eine Investition zeigt sich dadurch aus, dass da auch ein positives Ergebnis, ein materieller Rückfluss und auch ein ideeller Wert, eine Wertsteigerung des ganzen Geschehens mit verbunden ist und nicht, dass damit das Schlechte und das Übelste gefördert wird und das ist leider der Fall. Ja. Also die deutsche Politik agiert in vielen Bereichen am richtigsten, wenn man sagen würde, jetzt ziehen wir endlich mal den Stecker aus dem Geldautomaten. Ja. So, wir brauchen im Pool der Mandatsträger, Kandidaten und schließlich Abgeordneten aller Ebenen, Bund, Land, auch Kommune, gibt es ja auch noch, ja. Leute mit Schock- und Awe-Qualitäten, wie der Amerikaner sagt, zum inhaltlichen Stellen des politischen Gegners und zum Neugierigmachen der Öffentlichkeit.
Leute, die nicht nur als Echo agieren und nicht jedem dämlichen Skandalisierungsstöckchen hinterherlaufen. Ja? Wir brauchen Leute, die den Mainstream-Luschis zeigen, was eine Diskurshake ist und die auch inhaltlich arbeiten können. Ja? Leute wie uns, die Bundestagskandidaten, die Mitglieder, Unterstützer und Sympathisanten der AfD. Und in diesem Sinne teile ich jetzt nochmal mit einem Gedanken, der jetzt vielleicht in den nächsten Tagen mal verschriftlicht wird, das ist mir vor zwei Wochen mal ganz klar aufgestoßen, ob wir jetzt 15 plus minus Prozent haben, wie auch immer, ob wir jetzt keine Regierung stellen können, etc. Wir haben oder hätten jetzt schon die Möglichkeit, in den Ländern, 13 Länder, in deren Landtagen wir sind, ja, dazu beizutragen, dass eine bürgerliche Politik gemacht werden kann für den Steuerzahler, für Alt und Jung, für Deutsche und für vernünftige und vielleicht sogar auch mal legale Migranten etc. Ja, es kann sich von unseren Abgeordneten in den Parlamenten, in den Landesparlamenten und die Konstellation im Bund wird ähnlich sein, eine durchaus bürgerliche Mehrheitsregierung, die von mir aus der CDU bestehen könnte, von mir aus auch noch aus der Magenta-Partei, ja, die können darauf rechnen, wenn sie bürgerorientierte Politik machen, dann werden wir solchen Gesetzen und solchen Aktionen natürlich zustimmen. Diese angeblich bürgerlichen. Die zum Teil jahrzehntelang das missbräuchliche Label benutzt haben, konservativ zu sein. Ja, also irgendwas mit Bürger und für Steuerzahler irgendwie anders als Freiwilligparteien zu sein. Ja. Die haben eigentlich nicht mehr die Ausrede, die sie bislang hatten, ja, dass eine CDU etc. oder eine FDP eine grüne, eine rote, eine rosa Politik machen muss. Ja, also ihre bürgerliche Kundschaft verrät. Das müssen sie nicht, dann sollen sie übertreten. Ja, mit uns ist Realpolitik möglich und jede Politik, die Deutschland nutzt und auch den Leuten nutzt, die mit Deutschland ehrlich umgehen wollen und können und werden. Danke für die Aufmerksamkeit.